Hallo, herzlich willkommen zur 82. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max und dem Christian. Und die 82 ist ganz korrekt. Puh, da bin ich aber froh. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und auch heute mal wieder aus einem Kinosaal direkt nach einer Filmsichtung. Genau, das heißt diesmal kein Vorgeplänkel und ein langsames Herannähern an den Film, den wir gleich gucken, sondern wir haben ihn schon hinter uns und hatten ihn riesengroß vor uns in einem ganz kleinen, süßen Kino, das sozusagen die eine Wand ist einfach nur Leinwand da. Mehr Bild geht wirklich in diesem Raum nicht. Ich schaue mich gerade hier nochmal so um. Ja. Ein bisschen mehr Publikum wäre noch gegangen, aber auch für... Also, wenn du das sagst, okay, ich mache ja immer den Tiefstapler, ich sage immer, ne, mit 10, das ist schön und alles darüber ist toller Bonus und das war heute wieder sehr toller Bonus. Also ich bin völlig... Das waren... Zufrieden. Mindestens 5-mal mehr als 10 Leute. Das ist richtig. Nee, und ich glaube, es ist auch vielleicht so eine noch natürliche Grenze mit diesem... mit dieser Uhrzeit und dem Bekanntheitsgrad, der sich vielleicht auch immer noch so ein bisschen entwickeln muss. Und ja. Also soll uns nicht davon abhalten, hier Klassiker in wirklich toller Qualität im Divo uns immer anzuschauen. Schön, Max, dass du dir immer die Mühe machst, hier als Mitarbeiter das zu organisieren. Und ich wünsche viel Erfolg, dass sich das am Ende immer auch alles rechnet. Das war wahrscheinlich nicht ganz günstig jetzt. Ne? Das war eigentlich ein bisschen Nerven hat es gekostet diesmal. Also, es geht heute um Raiders of the Lost Ark, Jäger des verlorenen Schatzes, das erste Abenteuer von Indiana Jones. Und wir haben hier ein 4K-DCP uns anschauen dürfen. Was sehr herrlich aussah und was ich meine mit nervenaufreibend war, dass dadurch, dass es ja digital ist, gibt es ja auch immer so quasi einen Code, der erstmal entschlüsselt werden will und diesen Schlüssel bekommt man ja immer erstmal und der war ziemlich lange nicht da, sondern kam erst heute früh quasi. War quasi so ein leichtes Versehen und dann haben gleich ganz viele tolle Umstände dazu geführt, dass das alles noch so ein bisschen erschwebe war. Oh Gott, klappt das jetzt auch und nicht? Und da ich sowieso da spätestens eine Nacht vor der ersten Aufführung immer schon komplett unter Adrenalin stehe, war das dann für mich nochmal eine sehr kurze Nacht gewesen, in der ich mich dann im Bett gewälzt habe. Oh Gott, und wenn wir jetzt irgendwie was ersatzmäßig da spielen müssen, das was qualitativ eben nicht rankommt bei diesem Film, das... Oh. Naja, da kommen dann ganz schnell die Horrorszenarien bei mir durch. Ja, nee, ich bin sehr froh. Also, ich bin nicht froh, dass du Horrorszenarien durchmachen musst, aber ich bin froh über das Engagement, weil ich habe das schon ein paar Mal so oft erlebt, also dass ich den Kinoeintritt bezahle und dann fehlt das Engagement, dann ist es eben, ja, ach, die DVD tut's ja auch und ne, also es gibt da so eine Menge, also gerade wenn es um Klassiker geht, finde ich, darf der Anspruch gar nicht, kann gar nicht hoch genug sein, weil es geht darum, in der Regel auch wirklich eine neue Generation, entweder die alte Generation damit wieder zu beglücken oder eine neue Generation heranzuführen, in beiden Fällen kann man nicht bei der Qualität Abstriche machen. Das geht nicht. Also im Gegenteil, du hast heute ermöglicht, dass die meisten diesen Film auf eine Art und Weise gesehen haben, wie sie den noch gar nicht sehen konnten, wie die Leute ihn wahrscheinlich auch im Jahre 1981 nicht gesehen haben. War wieder ein schönes Beispiel für eine sehr aufwendige Restauration, die netterweise all die Unperfektheiten des Films auch unperfekt gelassen hat. Also im Sinne von verschiedenem Filmmaterial, dass da mal grobkörniger, mal verwaschener rüberkommt. Aber nichtsdestotrotz, es war so frei von irgendwelchen Störungen, Kratzern und dergleichen. Das ist schon ungewöhnlich. Also manchmal ist es auch ein komisches Ding. Manchmal wünschte ich mir noch einen Kratzer mehr, weil... Film ist einfach so eingebaut. Ja, wir kommen später noch dazu, aber nur mal so ein Beispiel. Da gab es einmal einen Moment, wo Vaseline über die Linse gestrichen wurde, um Teile des Bildes unscharf zu machen. Das ist etwas, wenn das über 4K alles schön sauber geputzt wird, wenn dann aber noch die Vaseline übrig bleibt, dann ist irgendwas... Es passt da nicht so ganz zusammen. Wäre besser das Bild ein bisschen schmutzig geblieben. Wir würden aber jetzt als erstes mal reinhören in die schöne Einführung, die du heute gegeben hast, die du immer machst, bevor der Film startet. Und ich habe das vorhin aufgenommen. Also jetzt ganz kurz Max vor Publikum, Einführung zu Raiders of the Lost Ark. Hallo, herzlich willkommen zu Livo Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Schatzsuche ist angesagt. Mit allen unseren bekannten Stars, als Indiana Jones, Tom Selleck, als Marion Ravenwood, Sean Young und natürlich als Sulla, Danny DeVito. Okay, dann
Ja, das sind echte Aufnahmen, Probeaufnahmen, bis dann der Chef von CBS kam und gesagt hat, Tom Selleck, du hast hier noch einen Vertrag unterschrieben, du musst eine Serie machen. Kennt vielleicht noch irgendjemand? Russ, könnte das sein für eine Serie? Genau. Sean Young hatten wir schon mal bei Blade Runner letztes Jahr, die ist dann leider auch nicht geworden. Und Danny DeVito sollte Sutter spielen, aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Unsere Geschichte beginnt aber eigentlich im Jahre 1977. Da machen die beiden Jungs, Georg und Steffen, Urlaub auf Hawaii. Ein wunderschöner Strand, die beiden bauen eine Sandburg. Und Georg sagt zu Steffen, du, Steffen, sag mal, wie läuft's denn bei dir so? Und Steffen sagt, ja, weißt du, jetzt habe ich so ein paar Sachen gemacht, habe Spaß gehabt, aber jetzt würde ich gerne mal was machen, wie so ein James-Bond-Film, so mit Action und Verfolgung um die ganze Welt. Wow, Steffen, stopp, ich habe da was. Ein Archäologe, der sucht Gegenstände auf der ganzen Welt, aber das sind übernatürliche Kräfte und so. Aha, das klingt doch nicht schlecht, Georg, wie nennst du das denn? Ja, weißt du, ich habe gedacht an Indiana Smith. Okay, Georg, über den Namen reden wir nochmal, der Rest ist okay. Und so ist dann Indiana Jones entstanden, als ich George Lucas und Steven Spielberg auf Hawaii eine schöne Zeit gemacht haben, weil die beiden haben diesen Punkt, sie möchten nicht gerne dabei sein, wenn ihre Filme starten. Und da war dieser kleine Film Sternklick oder so hieß er, von George Lucas. Ja, dann gab es knallharte Dreharbeiten, ständig Anstrengung. So, und es ging zum Beispiel, wurde auf Hawaii gedreht, weil die ja gerade da waren, beziehungsweise auf Kauai oder wie die Insel da heißt. Und Alfred Molina, der da eben gerade noch seine Puppe zu sehen war, der war eigentlich ein Theaterschauspieler bis dahin. Das heißt, wenn Steven Spielberg ihm gesagt hat, mach das mit der Kamera und so, dann stand er immer da, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich bin Theaterschauspieler. Und dann gibt es eine Szene, da hat er ein paar Tiere auf dem Rücken, so ein paar Taranteln. Und Steven Spielberg hat das gesehen und hat gesagt, okay, drehen? Nee, können wir nicht drehen, die bewegen sich ja gar nicht, das sieht alles total unecht aus. Dann hat der Spinnenmeister gesagt, naja, der Punkt ist, das sind alles Männchen, wir können auch ein Weibchen dazu tun. Alfred Molina hat kurz überlegt und hat gesagt, Dann haben sie das Weibchen draufgetan und dann lief das alles. Ja, auch in Tunesien wurde gedreht als Double für Kairo. Auch da wieder harte Arbeit, wie man sehen kann. Und es gibt auch eine Aufnahme im Film, wo über die Dächer der Stadt so gezoomt wird und dann, wenn man weiß, wir sind jetzt in Kairo. Das Problem war, man hat es in Kairo angedreht und der Film spielt dann 1936 und da gab es noch nicht so viele Fernsehantennen. Also haben die hat Steven Spielberg gesagt, ja, wir müssen ja mal ein paar Antennen wegmachen und so rund 200, 300 Antennen hat man dann per Hand rausgenommen, denn Computertricks gab es ja zu der Zeit noch nicht. Es wurde dann auch viel in der Wüste gedreht. Dieses tolle Symbol hier, das passt eigentlich nicht so ganz in den Film. Wenn man aber genau hinguckt, dann kann man das sehen. Und wie man sehen kann, es wurde viel im Studio gedreht, also die Aufnahme da oben, ich weiß nicht, ob man die Menschlein erkennen kann, da so am unteren Bildrand. In den Elstree Studios in London wurde das gedreht. Es wurden auch Miniaturen angefertigt. Die Hand ist gar nicht so groß, wie man glauben könnte. Und bei dieser Szene hatte man angefangen, man hatte ungefähr 1000 Schlangen, hat die so auf den Boden verteilt. Hat Steven Spielberg sich das wieder angeguckt und hat gesagt, das ist leider zu wenig, da sind viel zu viele Lücken, das merken alle sofort, das ist keine richtige Gefahr, wir müssen mal noch ein paar Schlangen holen. Und der Produzent sagt, ja, okay, machen wir natürlich. Und dann hat man wirklich eimerweise, also so 2 Meter mal 2 Meter Eimer geholt, aus ganz Europa Schlangen gefunden und da ausgeschüttet. Dementsprechend war Karen Allen auch sehr froh, dass sie diejenige war, die in einem weißen Kleid rumlaufen durfte, während Harrison Ford Schuhe anhatte, eine Hose, eine Jacke noch anziehen konnte. Und der First Assistant Director, der hieß David Tomlin, der hat noch eine ganz besondere Begegnung mit den Schlangen gehabt. Der wurde nämlich dann einmal gebissen beim Dreh. Alle standen schon da eben, oh Gott, der hat eine Schlange, ne? Und David Tomlin stand ganz ruhig da, ja, jetzt zippt sie mal einer am Schwanz an, wackelt mal so ein bisschen. Einer gemacht. Zack, hat die Schlange losgelassen und David Tomlin hat gesagt, so, geht doch. Und alle, nicht schlecht. Ja, kann man. Ja, während des Drehs in Tunesien gibt es auch gegen Ende, gibt es jemanden, der den Film noch nicht gesehen hat? Gibt es jemanden, der sich nicht traut zu melden, dass er den Film noch nicht gesehen hat? Nein, ich glaube, 1, 2. Ich bin sehr neidisch, diesen Film zum ersten Mal so zu erleben zu können. Es gibt im Finale des Films gibt's so eine Schluchtszene, da wird ein bisschen darüber verhandelt, ob man jetzt schießt oder nicht. Und diese Schlucht ist nicht irgendeine Schlucht, nein, das ist genau die Schlucht, die auch schon in Star Wars zu sehen war, als R2-D2 von den Jawas entführt wird. Genau.
In der Wüste haben übrigens alle Cast- und Crewmitglieder auch sind krank geworden, haben Durchfall bekommen etc. Der Einzige, der das nicht hatte, war Steven Spielberg. Der hat nämlich ständig Dosen gefuttert, aus Dosen gefuttert, morgens, mittags, abends. Und das führte dann so weit, dass der Darsteller von Zala eine Szene drehen musste, bei der er selbst dann nicht dabei war, nicht im Film ist. Und da steht er an einem Baum und soll erschossen werden. Und dann hat Steven Spielberg gesagt, du musst mal noch ein bisschen so in die Knie gehen, damit ihr so auf Augenhöhe seid. Und der Darsteller dann ihm erzählt, dann ist er in die Knie gegangen und dieser Umhang heißt, war dann eben nicht mehr so schön, aber ihm war das völlig egal. Er war sehr froh, weil er endlich ein bisschen erleichtert war. Ja, auch wenn nicht alles glatt ging, der Film ist dann bei den Golden Globes ja auch leer ausgegangen. Bei den Oscars hat er immerhin viermal zugeschlagen, vier Siege gekriegt, vier Goldmännchen bekommen. Und weil ich jetzt gerade so rumgestottert habe, weiß jemand, wie der Darsteller heißt, der den Salah spielt? John Davies. Genau, wunderbar. Gib mir mal ein kleines Gewinnspiel und wenn ich so eine Frage bringe, dann gewinnt man was. Dieses Mal ein Heft 35 mm, das Retro-Magazin. Ja, und der Film hat dann noch so ein paar hundert Millionen Dollar eingespielt, das war auch nicht so schlecht. Danach ist Harrison Ford natürlich mit dem nächsten Film total baden gegangen, das war Blade Runner. War auch Steven Spielberg schuld, weil E.T. so erfolgreich war. Und es gab dann noch so ein paar Nachfolgerfilme. Eigentlich sollte Teil 2 jetzt im Februar kommen, aber da haben wir so viel Programm und so viele Filme kommen raus und da kommen so junge Filmemacher aus MV, dürfen da ihren Film präsentieren. Indiana Jones in der Tempel des Todes dann erst im März dran ist. Aber so lange ist das eigentlich auch nicht hin und deswegen wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Raiders of the Lost Ark. Dankeschön. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt wieder in der Gegenwart. Max. Welche Gegenwart? Ja, welche ist das? Ja, welche denn nochmal? Die Aufnahmegegenwart. Sag mal, wie viel Zeit floss da so rein? Kannst du das sagen? Wie viele Stunden man sich da vorbereitet? Oder Minuten, Sekunden? Ja, das sind 75,3. Nein, also die Vorbereitung bestand in diesem Fall daraus, aus dem zunächst einmal abwägen, mal wieder gucke ich mir den Film selbst einmal noch an zu Hause auf DVD lass mich dann lieber selber nochmal wegblasen bei der ersten Vorführung. Ja. Und ich habe ihn geguckt und es hat aber eigentlich dem Erlebnis eben nicht geschadet. Das war also knapp 2 Stunden einmal den Film gucken, dann die Extras der DVD durchgehen, dann das Glück haben, dass meine Frau noch die ältere DVD-Collection hat mit der Trilogie plus einer Bonusmaterial-DVD, wo nochmal ein sehr für diese Einführung ergiebiges Making-of mit dabei war. Und das sind also so Guckzeit insgesamt, Film plus Bonusmaterial, glaube ich, war das dann so 4-5 Stunden. Und dann eben noch so 1-2 Folien, das ist auch ein bisschen, nicht nur ich da vorne stehe und der Saal sonst halt tot ist, in Anführungszeichen, oder die Leinwand tot ist, ist auch nochmal, das Raussuchen geht eigentlich meistens, das habe ich dann verbunden mit den Making-of-Sachen und das dann aber eben nochmal zu bearbeiten und fertig zu machen und umzuwandeln, das ist eben auch so, das dauert halt so lange, wie es dauert. Ne, das ist jetzt nicht groß super komplex und man kann auch ein bisschen ungenau arbeiten, weil ja niemand weiß, wie das eigentliche Bild aussah vorher, wenn man bei den Rennern ein bisschen unscharf ist oder so. Aber das, ja, das braucht halt manchmal ein paar Minütchen. Ja. Und ich verspreche dir, dass das Gefühl, das ich immer wieder habe, dass es immer eine kleine Information gibt am Anfang, die du in eine Einführung hineinstreust, die dann während des Films irgendwann mal wieder in meinem Hinterkopf so aufploppt, weil ich vielleicht die entsprechende Szene jetzt dazu entdecke oder irgendwas im neuen Licht erleben kann. Und davon gehe ich ganz fest aus, dass es dem Rest des Publikums genauso geht. Insofern ist das ein total schönes Geschenk vorweg. Mhm. Und ja, das. Ja, achso. Und dann ist ja eigentlich immer noch der interessante Teil, ist ja dann eigentlich das noch aufspielen und gucken, in welcher Reihenfolge das kommt. Ja. Und vor allem das einmal zu proben, so halb. Das machst du tatsächlich doch, ja? Weil es wirkt immer so, als würdest du es sklavisch nicht tun. Ja, es ist so halb. Also der gespielte Teil doch so einigermaßen, aber auch eigentlich den habe ich nicht so richtig. Also ich versuche es immer anzufangen und dann bringe ich mich aber auch selbst schnell davon ab, dass ich eigentlich nie bis zum Ende komme. Heute habe ich nochmal ein ausgiebiges Bad gegönnt und
in der Badewanne einmal vorgesprochen, was ich so sagen könnte vielleicht. Max, ich glaube, ich muss mit meinem Aufnahmegerät wohl auch nochmal ein ganz anderer Auto kommen. Ja, und ja, aber letztlich ist halt dieser schmale Grat bei mir zwischen ein bisschen vorbereitet sein schon oder diese Informationen sind irgendwie bei mir dann abgespeichert, aber auch so eine Spontanität beibehalten im Sinne von, mal gucken, was mir jetzt gerade noch einfällt und was ich vielleicht vergesse, weiß ja eh keiner. Als wenn ich jetzt eben mit dem Blatt da vorne stehen würde und das ablesen, das wäre mir überhaupt nichts, weil das total ermüdend wirken würde. Oder also nee, das wirkt dann so wie, aha, jetzt liest er das vor, mal gucken. Nö. Ja. Ja, mal sehen, was sich dadurch, dass ja dein Kopf denn ganz aufgeladen ist mit Hintergründen, mal gucken, wie wir das wieder noch mit einstreuen. Ich habe ja so langsam das Gefühl, wir kriegen das allerbeste Feedback zu unseren Podcast-Sendungen meistens immer zu denen, die wir hier im Nachhinein, nachdem wir den Film im Livo gesehen haben, aufnehmen. Zum einen, weil wir, glaube ich, sehr intensiv das Kinoerlebnis präsent haben. Das ist nochmal was anderes, logischerweise, als wenn wir es auf dem Fernseher geschaut haben. Und weil du vollgepumpt bist mit Hintergrundinfos. Ja, also ich merke übrigens auch, ich komme wirklich in einen Entdeckermodus, wenn ich Filme sehr gut kenne und glaube mir, diesen Film habe ich sehr oft schon gesehen, wenn ich den jetzt auf einer großen Leinwand schaue, dann also es ist manchmal so, ich gucke wirklich an der eigentlichen Szene vorbei, ja, weil ich kenne die ja so gut, ich bin ja schon ganz gemütlich drinne und das ist so reichhaltig, was heute wieder zu entdecken war, also als es dann wirklich zum Schluss eine Szene gab, wo der Bösewicht eine Fliege verschluckt hat, das war einfach der Oberhammer. Wollen wir uns am Inhalt versuchen? Oder ja, aber das würde nur ganz grob anreißen. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, es ist ganz einfach. Die US-Behörden beauftragen Dr. Henry Jones, genannt Indianer, damit den Ark of the Covenant, die Bundeslade, die früher mal die 10 Gebote beinhaltet haben soll, zu finden, weil die Nazis auch danach suchen. Punkt. Und here we go. Action, Verfolgung, Abenteuer ohne Ende. Ja, und Gott sei Dank hat Indiana Jones eine sehr gute Freundin namens Marion, die sehr einsatzkräftig in diesem Film mitspielt. Ansonsten ist das wirklich auch mal so ein Gesamtfazit, wenn du gerade schon bei der Inhaltsangabe bist. Da ist jetzt in Sachen Plot, ist das super überschaubar, ja? Also, da ist manch Szenenaufbau einer Actionsequenz tausendmal komplexer und komplizierter, als was da jetzt in der Geschichte passiert. Ja. Das ist ja. Die Geschichte ist eigentlich wirklich so dieses, so, wir nehmen jetzt Dr. Jones und schubsen ihn mal. Mal gucken, was passiert. So, ja, mal gucken. Von links werfen wir jetzt vielleicht noch irgendwas ins Bild und dann... Ja, ich meine, in Wirklichkeit könnte ja der Film nach der grandiosen Eröffnungssequenz, wo eine goldene, wie nennen die das, einen goldenen Ikone nicht? Naja, jedenfalls so ein Stück. Statuette. Ja. Also ein Götzen, ein Stück goldenen Götzen. Im Grunde genommen ist das schon der ganze Film. Ne? Also ohne, dass ich wirklich weiß, wie wichtig oder wertvoll oder was das sonst irgendwie für die Menschheit zu bedeuten hätte. Das, ne? Also, aber in den Augen von Indiana Jones passiert so viel, da ist so viel Willenskraft dahinter, so viel Überzeugung für die Sache und so viel Bereitschaft, dein Leben zu riskieren, das wird sich schon lohnen, warum der das macht. Und dann geht es aber eben genau darum. Also die aberwitzigsten Fallen stürzen auf den ein und wir sitzen im Publikum und nehmen das einfach so hin und lassen uns mitreißen. Also ich war wirklich baff. Also ich finde, die Eröffnungsszene ist wirklich der Oberwahnsinn. Also ich finde, also wirklich keine Action-Szene ist nochmal so gut wie die erste. Also habe ich selber auch gestaunt, hatte ich gar nicht so in Erinnerung, aber war ich richtig baff. Also ich fand es auch interessant. Also allein schon diese Öffnung, das Paramount-Logo geht eben in einen nahezu passenden Berg über. Und dann ist aber eben Vollgas angesagt. Ne? Also nichts hier von wegen erstmal noch die Einführung, das kommt ja dann tatsächlich erst danach. Und das ist eben quasi das Erste, was wir vom Helden sehen, ist sein Hinterteil. Wenn er da durch die Kamera geht und hier ist mein Hintern. Guckt ihn euch an. Ja. Also diese Öffnungssequenz, ja, meine Güte. Also wie Alfred Molina dann da sitzt, wenn Indy vor der Statue steht, sich nochmal das Kinn reibt und dann hier mit den Händen so, hä? Herrlich. Also das ist, ja... Das hat Spielberg irgendwie drauf, ne? Dieser Spannungsaufbau von einer Einzelszene.
auch allein schon, wenn der Erste draußen noch den Revolver zückt, wenn sie da am Fluss sind und dann der Schnitt und die Soundeffekte, also das, die Tonmischung ist ja wirklich gigantisch. Ja, ja, also genau, ich meine, man muss jetzt mal sagen, also das war natürlich jetzt hier schon die aufgeblasene Dolby Digital, mindestens 5,5 Kanäle hier, die uns hier um die Ohren gehauen worden sind. Aber letztlich schon mit dem Material, das ja ursprünglich da war. Und da war ich jetzt auch ganz schön beeindruckt, wie dicht das alles gebaut ist. Wir haben es ja am Anfang mit einer Dschungel-Atmo zu tun. Und also das ist wirklich wie so eine eigene Komposition, wie da verschiedene Viecher mal auch ein bisschen lauter reinquäken und dann ein nervöser Blick in die Richtung geht. Und dann natürlich klar, wenn dann die ganzen Fallen losgehen und giftige Pfeile durch die Gegend schießen, eine riesen Steinkugel durch den Tunnel rollt. Das war irgendwie ein Honda Civic-Reifen oder so, hatte der Tontyp erzählt. Aha. Wie auch immer, das habe ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Also ja, Autoreifen irgendwie. Ja. Genau, also weil das genau, also das eigentlich fand man immer irgendwas mit dicken, massiven Steinkonstruktionen in diesem Film zu sehen ist, verkauft ausschließlich die Tonebene, das in dem Gewicht, das es also in der Handlung haben soll, ne? Weil ansonsten wird das wohl kaum so schwer und wuchtig gewesen sein. Ja. Ja. Was ist das? Also genau, werden wenig Worte verloren? Ja. Es gibt keinen, also spricht ihn da schon jemand mit Indy oder Indiana Jones an? Er ist ganz. Also auf jeden Fall Belloc. Ja, genau, klar. Wenn der bis dahin, der Dings sagt, glaube ich, Senior zu ihm, ne? Ja. Und sonst ist eben dieses, auf jeden Fall erstmal das Spiel eben natürlich auch mit, wir sehen nur von hinten oder im Profil und Schatten und dann natürlich auch vom Schatten dann ins Licht treten, nachdem er seine Peitsche erstmalig eingesetzt hat und so. Und zum Beispiel, also Apple Molina, wer jetzt diesen Schauspieler jetzt vielleicht nicht vor Augen hat, der ist heute ein ganz etablierter Schauspieler. Dort war, glaube ich, seine erste Rolle. Hattest du also davon, ich glaube, wenn ich das in der IMDb richtig gesehen habe, er hatte wohl auch so irgendwie Mini-Rollen, aber großer Film war das auf jeden Fall sein erster mit so und bis dahin eher Theatershowspieler. 1981 ist auch schon ein paar Jährchen her, das merke ich dann, wenn ich den Film so sehe, die wirken alle wahnsinnig jung auf mich. Gerade wenn man jetzt den Harrison Ford aus dem siebten Star Wars hat, dann ist das natürlich ein wahnsinniger Sprung, weil das ist hier wirklich seine, das ist wirklich in allerbester Blüte. Und Alfred Molina ist so ein junger Typ, der mit seiner Nervosität, aber auch Neugier ist. Da bin ich, so als Zuschauer kann ich mich eigentlich im ersten Moment viel besser mit dem identifizieren als mit Indiana Jones. So, ne? Weil der ist jetzt erstmal eher, ja, also der scheint hier schon irgendwie so den Plan zu haben, aber es ist unnahbar. Ne? Und Alfred Molina spielt das ja so ganz pur. Also die Angst ist ihm sofort ins Gesicht geschrieben, aber eben auch die Begeisterung, wenn Indiana Jones eine tolle Idee hat, wie er den Götzen wegnimmt und den vorher eingesammelten Sand in so einem Sack genau an die gleiche Stelle packt, damit das Gewicht stimmt und nicht irgendwelche Fallen ausgelöst werden. Das ist so, ja, das reißt mich so mit. Und dann ist das wirklich ein Schock, wenn der sich einfach gegen ihn wendet. So, ne? Und wenn er die erste Chance hat, den Götzen zu entwenden und Indiana Jones damit ins Verderben zu reiten, macht er das sofort. Ja. Also auch allein schon diese ganzen Fallen. Das muss man sich auch immer erstmal ausdenken. Genial. Pfeile nicht, kommen nicht ins Licht. Also wenn da auch anfängst drüber nachzudenken, naja, aber die Sonne wandert ja nur auch den Tag über, oder? Dann fällt das Licht doch immer anders rein. Also woher kann der das denn, wieso wird das denn genau dadurch ausgelöst eigentlich? Ist das eine Reflexion? Ja, also wenn ich so das Gefühl habe, dass die erste Szene schon den ganzen Film eigentlich beschreibt und der Film könnte da eigentlich auch zu Ende sein. Mir würde es sehr leid tun, um die wirklich für mich famose Frauenfigur Marion, aber letztlich diese Idee des Achterbahnkinos ist da erzählt und im Grunde genommen gibt es nur weitere Variationen davon, aber ich finde, ich kann ja nicht umhin, ich gucke natürlich auf den Film und sehe alles, was Steven Spielberg später noch an Filmen gemacht hat, natürlich auch mit. So. Und Steven Spielberg ist auch der Regisseur, der Schindlers Liste gemacht hat und Nazis sind hier sehr präsent. Auch die Ideologie klingt immer wieder mal an und Erst ein interessanter Zeitpunkt mit 36 dann zu nehmen eben, ne? Es ist noch vor dem Krieg, also ja. In dieser entstandenen Welt, ja. Ganz genau, das können wir vielleicht nochmal ein bisschen klären, weil du hast das so herrlich schön selbstverständlich in der Einführung gesagt
Und ich habe dann hier nachdem der Film durch war, mit meinem Sitznachbarn noch so ein bisschen diskutiert, wann spielt eigentlich der zweite Teil von Indiana Jones? Und davor. Ja, ja, genau. Ja, das sagte der dann auch. Noch zum Glück gerade noch gesehen gehabt. Ja. Und, aber jetzt merke ich gerade, woher hattest du nochmal diese Jahreszahl? Wo ist die im Film so präsent, dass man das? Es wird eingeblendet South America 1936. Ganz ah, einfach. Alles klar, ja, genau. Das, ich habe das, also das habe ich quasi übersehen. So, ne? Also ich habe ja. Also quasi nachdem der Vorspann durch ist, oder was? Ich glaube, ja. Oder einmal beim Vorspann. Also weiß ich nicht genau, aber im Dschungel da noch auf jeden Fall, ja. Okay. Dann kommt das. Und was du eben sagst, dass eben damit eigentlich das schon erzählt ist, oder die Sequenz ist fertig und könnte Schluss sein, das ist eben wohl eine dieser Hauptquellen, in Anführungszeichen, gewesen, dass man diese 30er bis 50er Serials sich als einen Annäherungspunkt genommen hat. Ja, also dass Spielberg eben nicht nur gesagt hat, er wollte einen James Bond drehen, was dann in dieser Eröffnungssequenz ja gleich kommen würde, sondern eben auch diese Serials, die, weiß ich, hier 10, 12 Minuten gehen und eigentlich immer vor dem Kinofilm liefen und das waren dann auch so 20 Folgen oder sowas, keine Ahnung. Und das dann eben so als Fortsetzung immer mit dem Cliffhanger am Ende, ne? So, Marion ist tot, okay, nächste Episode. Jetzt haben wir die Episode mit dem alten Mann, der uns die Inschrift des Amuletts erklärt. Und böse Datteln, Affe tot. Okay, nächste Sequenz, zack, zack, zack. Ich meine, könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt wieder allgemeiner auf Filme an sich so, ne, abgeschlossene Szenen, aber gerade eben diese Action-Abschnitte sind das ja dann, die das. Ja. Ja, ich meine, du sagst das gerade so selbstverständlich mit diesen Serials. Ich habe das auch schon gehört in Berichten darüber, aber eigentlich, ich kenne die nicht. Also, nun kommt ja auch der Film aus einer Zeit. Ich meine, das ist mein Geburtsjahr 1981. Ich habe den auch ein bisschen später gesehen. Ich kenne eigentlich nicht die Ursprünge. Ich weiß gar nicht, worauf der referenziert oder aus was der hervorgekommen ist. Also ja, ich kenne die Serials auch nicht wirklich. Ja, 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 genau. Also offensichtlich sind das die Sachen, die die Kindheit und Jugend von Menschen wie George Lucas und Steven Spielberg geprägt haben. Ja. Ja, also logisch, genau. Die sind eben in den 50er, 60ern groß geworden und dann haben dann angefangen, in den 70ern ihre Filme zu machen. Also ich sehe das jetzt und denke so, naja, das ist so auf so eine schöne Art altmodisch und meine damit, dass also Achterbahnkino gibt es ja heute noch in Hollywood. Ja. Also gibt es eigentlich Filme, die sich aus diesen Indiana Jones Filmen ergeben haben? Also ja, mit Sicherheit, sowas wie Vermächtnis der Tempelritter. Habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ja. Auch nicht. Okay. Ja, ja. Aber oder, naja, die Mumie wäre vielleicht so ein Grenzfall, weil es eigentlich quasi ein Remake ist, aber trotzdem nicht ein Remake, weil es auf der Originalmumie basiert, aber dieser Film mit Brendan Fraser ist eigentlich deutlich abenteuerlicher als der Film aus den 30ern mit Boris Karloff. Also da würde ich eher Indie als Vorlage sehen oder eine Variante des Indiana Jones als eben den Film, von dem er sich den Namen genommen hat. ja, sowas. Und ja. Ich weiß nicht, ob Fluch der Karibik nicht... bei der dann wahrscheinlich eher von den Piratenfilmen das dann sein wird, aber auch da sind so eine Abenteuer und Schatz finden und Ja, das stimmt schon. Und die Figur von Jack Sparrow, dieses ja, das steckt schon eine Menge drin, ja. Michael Douglas hier, Jagd nach dem grünen Diamanten, Jagd nach dem Juwel vom Nil. Ja, das sind wahrscheinlich das ist doch schön. Ja, ich finde, da hast du ja, das ist ja ganz toll, dass das in der Einführung ja hier auch preisgegeben, dass Danny DeVito eigentlich eine Figur in Raiders of the Lost Ark spielen sollte. Ja. Und ich musste schon sofort dran denken an diese Mackes-Filme. Okay, da habe ich noch gar nicht gedacht, ja. Ne, weil er da ja auch mitspielt und ungefähr in so eine Kategorie da auch reinfällt. Ne? Also halt eine Nebenfigur, die an einem bestimmten Punkt die Handlung da so ein bisschen vorantreibt. Ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster und sage, er war damit Produzent. Das kriege ich nicht mehr. Ich glaube, das stimmt, ja. Ich glaube, das stimmt. Ja, gut. Ja, und Zemeckis wäre ja dann noch ein weiteres Indiz dafür, so als Spielberg-Jünger, in Anführungszeichen, oder Schüler. Wobei das gar nicht viele Jahre, das ist 85 oder so, ne? Ja, ja, ja. Grüne Mann, das ist eigentlich recht nah beieinander, ja. Da hat das Genre gerade ein bisschen geboomt vielleicht. Da hatten ja auch diese... Na gut, dann warum ein bisschen so Fantasy hier mit Legende und Dunkle Kristall und sowas und ja. Ja, nochmal kurz zur Anfangssequenz möchte ich noch erwähnen, dieses Mad Scientist-Lachen. Wenn dann Belloc dieses Ding in der Hand hält und dann verfolgt ihn und dann ha 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 und es halt noch nach, wenn wir schon auf Indie geschnitten haben und
Das wird, glaube ich, auch noch zwei oder dreimal dann eingesetzt. So ein Lachen, was sich, ein böses Lachen oder ein Lachen von einem Bösewicht, was sich dann noch so ein bisschen, auch wenn der nicht mehr im Bild ist, immer noch zu hören ist. Also gerade auch im Finale nochmal dann Dings hier, der Tod, also mit HT am Ende statt T. Da gibt es ja so zwei, drei so eine Szene. Also das ist schon, also ikonische Momente. Ne, dieses verrückte Lachen. Dann ganz, ganz oft und immer wieder präsent diese Silhouette oder Profil eben von Indiana Jones, wenn er Nepal in der Bar ankommt, wenn die Ausgrabung beginnt zum Well of Souls, den Sonnenuntergang und er sich seinen Hut wieder aufsetzt da erstmal. Was dann teilweise eben auch bei anderen Figuren so versucht wird, den Schattenwurf, ne? Also gerade auch nochmal an der Bar gleich direkt zu Beginn da. Aber das sind schon so Sachen. Die Schatten von anderen Leuten. Ja, ja, also wo dann einmal, wenn die Bösen kommen, sind auch mal kurz ihre Schatten. Oder wenn da einer im Off getötet wird, sieht man eben, wie sein Schatten umherwackelt. Also das ist ja auch so eine Sache. Oder sehr, sehr geil auch, wenn er dann rausgeht, ne? Also wenn er die Bar verlässt, in dem Fall, und dann das Licht genau nur das Auge trifft, ja. Ich glaube, da haben die sich was bei gedacht. Also das ist schon. Ja, na gut, also da sind jetzt mehrere Sachen so beieinander. Also wenn man mal sowas nimmt wie also die ganzen Schattenspiele, also es gibt wirklich mehrfach Szenen, in denen da wirklich so saubere Schatten, wie die Realität sie kaum zu schaffen vermag, an Wände, Tafeln und anderes geschmissen werden. Und dieses Lachen, also da ist eigentlich alle Bösewichte sozusagen, also an bestimmten Punkten, gar nicht, interessanterweise gar nicht immer, ne, aber sie haben alle haben so sehr extreme Momente, also so extrem, dass, also so auch wirklich mit Overacting, dass das auch in einem Mel Brooks-Film passen würde, so, ne? Also gerade hier der, ich kenne seinen Namen gerade nicht, der sich so. Ja, der von der Böse jetzt der Nazi, der Schwarze, oder? Ja, genau. Tod. Achso, der heißt so, ja. Okay. T-O-H-T. Ja, okay, alles klar. Das hat sich bei mir nicht festgesetzt. Ja. Der hat, also das ist, also eigentlich, ich musste jedes Mal heute dabei sehr laut loslachen, so, wirklich auch, weil ich denke, das geht, eigentlich kannst du das überhaupt nicht bringen. Und auch diese Schattenspiele und solche Sachen. Also ich finde es eigentlich ganz, Er ist extrem überzeichnet. Ja. Das ist fast eine Karikatur. Und vielleicht ist es das, was es auch braucht, also diese Überhöhung. Was sie in den Making-ofs auch sagen, naja, Indiana Jones verliert nie seinen Hut. Und wo dann eben so war, naja, und allein dieses schon, er ist unglaublicher Abenteuer, aber der Hut geht nicht ab. Ne? Also das ist einfach nicht, es ist nicht echt. Also natürlich ist es total spaßig und so, aber es ist eben übertrieben und das ist wahrscheinlich auch der Reiz, der so liegt. Genau, es ist eigentlich so ein schmaler Grat, ne? Dass man sozusagen die Sache ironisch angeht, aber die Figuren werden ja trotzdem der Lächerlichkeit nicht so preisgegeben. Ne? Also zum Beispiel bleiben die Bösewichte bleiben sehr bedrohlich. Gerade Tod, wenn der so loslegt mit seinem glühenden Metall ans Gesicht der Marion und so, das sind schon richtig, boah, das sitzt und dem kann man kaum ausweichen. Also auch wenn der in Amerika PG ist, fürs das R-Rating wäre gewesen, wenn sie nicht noch das Feuer ganz am Schluss noch so ein bisschen vors Gesicht gemacht hätten. Das ist absurd, ne? Kann man sich gar nicht, also ich meine, ich weiß nicht, welche Fassung du als erstes in deinem Leben gesehen hast, aber eine geschnittene Pro-7-Fassung. Ja, genau. Ich kannte den auch aus dem Fernsehen und da an den Stellen ganz schön erleichtert, wobei du den Film trotzdem das nicht austreiben kannst. Der ist halt wirklich, es ist ein Erwachsenenabenteuer. Also, Ich finde es berechtigt, dass der ab 16 ist. Ja. Und also was auch ne, von in den Rücken schießen, Überlegenheit da irgendwie, ne, ihn, den Schwertkämpfer erschießen. Ich finde auch sonst so von der Tonlage ist das gar kein Film, der sich für mich an, also der hat gar nichts, interessanterweise den Film, den ich ja auch sehr düster aus der Reihe finde, der Tempel des Todes, der hat dann dadurch, dass es diesen Kinderdarsteller gibt, gibt es da plötzlich so einen Spin, der da auch Identifikationsfiguren für Kinder vielleicht oder Jugendliche anbietet, aber ansonsten finde ich, ist das ein sehr erwachsener Film, also ich weiß, dass der mich interessiert hat, weil er auch diesen Eindruck auf mich gemacht hat. Ja, also die Actionsequenzen sind natürlich irgendwie, die kann man sich angucken, altersmäßig egal, aber sowas dann zwischendrin doch immer mal passiert, ist schon ziemlich heftig. Also die Schießerei in der Bar in Nepal ist, finde ich, was da und wie da gemacht wird, ist schon. Also ich glaube, das ist der erste, den er schießt, mit dem Kopfschuss. Mhm. Ja, und der steht in Flammen. Also, nee, das ist nicht für Kinder. Nee.
Ja, und weil Spielberg inszeniert das halt auch gar nicht. Also es sieht nicht aus wie bei Michael Bay. Es ist kein Zeitlupenballett, ne? Sondern es ist auch ganz schön rau. Also es ist dadurch, dass eben gleich alles in Flammen steht, also es ist sehr überspitzt, aber die Inszenierung ermöglicht einem eigentlich jetzt nicht, das nur mit so einem Lächeln so irgendwie so. Also ich habe mich ganz schön erschrocken, weil ich ihm auf der großen Leinwand manche Sachen mir auch nochmal wirklich viel brutaler vorkamen. Ne? Ja. Also den Kopfschuss habe ich so vorher noch nie so erlebt. Das platzt unter die Stirn gucken, weg. Ja. Das finde ich übrigens auch interessant, ist mir noch so aufgefallen, dieses, so wie mit dem Schatten gespielt wird, also dass im Off geschieht, wenn jemand stirbt, oder so, ja, Sinnestäuschung, aber eben mit den, ja, mit der Wahrnehmung gespielt, wenn dann eben der eine Schuss kommt, wo er quasi wehrlos vor ihm steht, also Indiana Jones, also, und dann du hörst den Schuss und er denkt auch selbst, er ist jetzt erschossen worden, und dann, ach nee, ist ja ein bisschen anders, oder wie das dann eben aufgelöst wird. Ja, lass uns mal kurz ein bisschen auf Harrison Ford eingehen. Ich glaube, seine ersten Rollen war ja, glaube ich, auch mit Apocalypse Now hier, als fünfter Offizier irgendwas am Anfang. Und es ist noch so halb die Phase, wo er noch hier als Carpenter rumlief, also als Tischler, glaube ich. Ja. Ja, er ist, glaube ich, so mit da fast im besten Alter. Ja, also wirklich, also er ist wahnsinnig attraktiv. Er hat ein charmantes Lächeln, schafft wirklich diesen Spagat auch, also dieser coole Indiana Jones im Dschungel zu sein und gleichzeitig der so ein bisschen biedere Professor an so einer Universität. Ne? Also ist natürlich ein Gag, aber es funktioniert. Ne? Es ist so dieser, so ein bisschen so wie wenn Clark Kent. Ja, dieses Superhelden. Ne? Ja, er ist ein Superheld quasi. Also, er hat auch seine Geheimidentität, das Indiana Jones. Also ist ja nicht eine Geheimidentität, aber... Ja, der Wandel, diese zweite Persönlichkeit, die er hat. Ist mir diesmal gerade aufgefallen, wenn hier das Mädel bei seiner Vorlesung mit diesem Love You die Augen zuschlägt, die wechselt dann einfach mal den Sitzplatz. Erst sitzt sie ganz außen, dann kommen die Nahaufnahmen von den Augen und dann sitzt sie irgendwie zwei Plätze weiter innen. Wo ich so, Moment, die hat gerade ihren Sitzplatz gewechselt mit der anderen, die hat getauscht. Ja, ich kenne auch noch ein schönes Beispiel so zum Thema, was man im Kino plötzlich wahrnimmt, was mir vorher nie aufgefallen ist. Es ist ganz absurd, dass wenn alle Schüler rausgehen und der gute Freund von Indiana Jones da so reinkommt, ein Schüler hinterlässt einen grünen Apfel auf dem Tisch. Der Freund nimmt den in die Hand und dreht und wendet ihn, reibt ihn auch so an, kriegt wohl Hunger, um ihn sich dann in die Tasche zu stecken. Yeah. Man fragt sich, was war da los? Ja. Aber ich finde, es passt zu dieser Figur, dieses, ja, Markus, ich hatte dieses Figur, ich hatte den Schatz. Soll ich es dir erzählen? Oh, lieber nicht. Nee, lass mal, will ich gar nicht hören. Ne? Wunderbar. Und dann auch, wenn sie dann in diesen großen Raum kommen und mit den beiden Regierungstypen sprechen und er dann diese Rollen ablegt auf dem Tisch und so ganz vorsichtig hin und her, wenn die schon reden und so. Und dieses Grinsen auch im Gesicht hat sie, dieser, oh ja, und das ist, glaube ich, das, was dann im dritten Teil ist, das nachher, ne? Markus, der verläuft sich auch in seiner eigenen Wohnung und dann kommt dieser Schnitt, hallo, spricht hier irgendjemand Englisch? Ja, ja. Also, ich glaube, das ist im dritten Teil, ist es dann schon zu überzeichnet. Das ist dann wahrscheinlich schon, wo es dann von der Karikatur in dieses sich über die Figur lächerlich machen abdriftet punktuell. Hier ist es aber nicht so, hier ist er eher so, ja, so ein kumpelhafter und ach, das ist doch alles schön, was du machst und toll auch fürs Museum und ich glaube schon, dass du das Beste willst, aber erzähl machst du mir auch nicht. Nö, ach, ich guck mir mal den Apfel an. Das fand ich heute sehr interessant. Die Szene, wenn zwei Regierungsbeamte, die da wissen wollen, wo die Bundeslade hin ist und was das bedeutet. Jetzt haben wir es also mit zwei Leuten von der Regierung zu tun und dann zwei Archäologen. Und jetzt ist das eigentlich eine Szene, das ist dieser staubtrockene Scheißdreck von Action und Abenteuer oder sonstigen Genrefilmen. Sie haben irgendwann diesen furchtbaren Moment der Exposition drin. Ja. Und es ist eigentlich, wird jetzt quasi nur alles erklärt, was man wissen muss, damit der Rest des Films irgendwie für den Zuschauer funktioniert. Ich finde es ganz toll, dass wir das da mit jeweils zwei Figuren aus den Lagern zu tun haben, die so untereinander auch interessante Interaktionen haben und nicht auf Augenhöhe so sind. Ne? Also die beiden Regierungsbeamten, der eine ist, also komm mir bitte jetzt nicht mit irgendwelchem übersinnlichen Scheiß so. Und ich habe hier überhaupt auch eher so das Sagen und die Autorität. Und der andere ist so, das ist der Sache so ein bisschen aufgeschlossen. Mhm. Und auch ganz neugierig und möchte dann auch das erlernte Wissen auch gleich wieder anwenden. Ja, sagen, ja, ich habe das gut verstanden, denke ich. Waren Sie denn mal in der Sonntagsschule? Nein.
Wirklich, ich finde das nicht ganz fantastisch. Und das Gleiche ist auch bei Indiana Jones und Marcus. Also zum Beispiel, als Marcus merkt, dass der eine jetzt von übersinnlichen Sachen so gar nichts hören will, drückt Marcus erst so richtig auf die Tube, ne, und beschwört das so förmlich, die Mächte, die da mit dieser Bundeslade zusammenhängen. Und das macht die Sache wirklich zu einer total gelungenen Szene, die einfach auch die Herkunftsgeschichten so ein bisschen so miterzählt. Ja. Und plötzlich vergesse ich, dass das jetzt eigentlich nur darum ging, nochmal für alle klarzumachen. Was machen wir jetzt eigentlich die nächste Zeit hier? Ja. Genau. Ja, ja, nee, sind schön viele kleine Gags, die auch mal noch so zünden. Und dann auch dieses. Ja, wir müssen jetzt irgendwie ganz simpel erklären. Naja, ich male einfach das hier mal an die Tafel. Da ist ein Stab, da fällt das Licht durch und dann haben wir den Ort. Ja. Ach so, ist das so einfach. Ja, es ist so ganz, ganz viel. Das, und da ist mir dann auch so visuell aufgefallen, dass auch schon eine Szene davor, wenn die da in dem Hörsaal sind, merke ich so, krass, das sind alles echte Locations. Ich kann aus diesen Fenstern rausgucken und das sind nicht, da ist nicht irgendwas mit dem Computer reingetrackt worden und auch nicht nach damaligen analogen Möglichkeiten irgendwas vom Bluescreen gefilmt worden. Die sind tatsächlich da und danach ist das ja, was eine Bibliothek sein soll, sie wirkt eher so ein bisschen wie eine riesige Kirche, die so ein bisschen umgedresst worden ist dafür, aber es sind echte Orte und die kriegen auch viel Platz. Da gibt es tolle Totalen, in denen das so, da der Raum so mitatmen kann. Und das genieße ich immer wieder an diesem Film. Also es gibt eine ganze Fülle von einfach echten, tollen Locations. Also das, also in denen sozusagen nicht. Weil selbst wenn die Computereffekte das natürlich auch mittlerweile wirklich ganz täuschend echt machen können, bleibt da ja was Künstliches so. Und ich mag die Kreativität im Suchen der Orte, die sich hier überträgt und gleichzeitig auch, dass sie auch zur Geltung kommen dürfen. Ne? Also zum Beispiel war ich total beeindruckt, um mal ganz kurz zu springen, dass ganz am Anfang der Ort, an dem die Bundeslade ausgegraben wird, also versucht wird auszugraben und wo sie dann tatsächlich ist. Da gibt es so einen Moment, wo man mal schon einmal so im Hintergrund so einmal das ganze Wüstenlager sehen kann. Und das alles schon da. Da ist auch schon der Ort, wo später der Kampf auf dem Flugzeug sein will. Und alles steht da und funktioniert und ziemlich beeindruckendes Set. So. Und ich finde es irgendwie toll, dass das einfach so, das ist halt da. Genau, und das war eben eins dieser bekannten Bilder auch, wo eben Spielberg sozusagen über dieser Miniatur klebt mit seinem Sucher und das haben die eben erstmal vorher alles quasi einmal gebastelt so, damit zu wissen, wenn ich das jetzt in echt mache, wie könnte, was müsste und wo sollte. Und so. Und ich fand es dann auch wieder interessant, es gibt ja dann immer doch mal so ein paar Szenen, wo dann Bluescreen verwendet worden ist und dann eben was eingefügt worden ist, aber wie das teilweise trotzdem extrem gut funktioniert hat und ich noch geguckt habe, wenn ich es nicht wüsste und selbst jetzt, wo ich es weiß, ist es schon, zum Beispiel, wenn das Wasserflugzeug startet, ne? Also, ich weiß nicht, hast du da irgendwie, ist dir da was aufgefallen? Das Flugzeug, also die Szene oder das Echte ist das Wasser und die Holzstege. Mhm. Das Flugzeug ist reingesetzt und der Hintergrund ist komplett reingesetzt. So wie ich das gesehen habe. Ja. Also das ist so, ich denke, ja krass, nee, also auch wenn ich es weiß, dann fängt man natürlich an, auf irgendwelche Ränder oder so zu achten, aber selbst das ist, selbst bei so einem riesigen Bild ist das, funktioniert das wunderbar. Achso, du meinst dieses Passagierflugzeug? Wenn er auf seine erste Tour startet nach Nepal. Mhm. Ich weiß nicht, ruft das jetzt eine andere Reaktion hervor? Ist das doch ich habe jetzt eben einfach an das erste Flugzeug gedacht, mit dem er flüchtet. Das ist ja genauso eine geile Szene. Ne, wenn er da über die grünen Wiesen läuft, dann war für mich so ein Moment, das hat er dann gleich bei Jurassic Park nochmal gemacht. Und ist das eigentlich die verdammte gleiche Location? Kann das eigentlich mal sein? Gut möglich, ne? Ist ja auch Hawaii da. Ich hatte wirklich so gedacht, diese Hügelformation im Hintergrund. Und da laufen noch die Dinos lang eigentlich. Ja, also ne, von wegen eigener Einstellung nochmal selbst nehmen. Ja, ist klar. Und vor allen Dingen dann auch bei der Autoverfolgungsjagd, wenn er das mit dem Spiegel, im Rückspiegel, ne, und da kommt was näher. Okay, das ist 1-1 dann auch eben der T-Rex, ne, 2 Jahre später. 12 Jahre. Ja, und ich glaube, im Duell findest du so eine Einstellung auch. Also. Wahrscheinlich. habe ich jetzt nicht ganz so präsent. Mhm. Aber das, und vor allen Dingen, er flieht vor den Indios und dann der Typ, der Pilot mit der Angel, startet das Flugzeug. Oh, jetzt hat gerade was angebissen, ne? Also auch da wieder so einen kleinen Gag einzubauen, so und ja, der denkt halt, ist halt nicht so schlimm, ne? Er kann doch hier noch fischen und dann, jetzt startet endlich das Flugzeug. Ach, scheiße, muss ich da.
Dings wegwerfen, hier die Angel. Und auch diese ganzen kleinen Star Wars Einfüchsel, ne? Das Flugzeug OBCPO, also Obi-Wan Kenobi C3PO so. Also steht natürlich nicht da, sondern OB-CPO. Aber das ist für mich ein eindeutiger Hinweis auf diese Figürchen. Und ich habe in der Gruft, in den Katakomben geguckt, ich habe sie nicht gesehen hier, R2-D2 und C3PO. Ich weiß nicht, ob du es irgendwo... Nein, ich habe sie auch nicht gesehen. Also das war zum Beispiel etwas von den Dingen aus der Einführung, nachdem ich dann im Film geschaut habe. Habe ich die ganze Zeit... Und war das jetzt? Jetzt habe ich gerade nicht genau... Ah, verdammt. Nee. Also das Einzige, was ich in dem Zusammenhang, in dieser gegenseitigen Liebeserklärung, oder ich glaube, die sind eher einseitig, immer von Steven Spielberg an George Lucas, aber ich kann das noch sehr gut erinnern, diesen Effekt, dass ich bei Begegnung der dritten Art auf dieses sich drehende riesengroße Raumschiff starre und plötzlich R2-D2 klebt da dran. Was ist denn hier los? ich muss das jetzt mal kurz einstreuen. Ich habe ja jetzt im Zusammenhang mit dem neuen Star Wars Film mir die alten mittleren Filme, ne? Also quasi Episode 4 bis 6, ja. Und habe auch dafür gesorgt, es gibt im Internet eine wunderbare Community, die dafür sorgt, sogenannte De-Specialized Editions zu erstellen. Ich kann das mal sehr empfehlen, also das ist auch kein frustfreies Vergnügen so, ne? Aber interessant so. Und jedenfalls gucke ich die Dinger und denke gerade beim ersten Teil von George Lucas, also ein guter Film ist das auf jeden Fall erstmal nicht. Das hat ganz, ganz viel und das also für meine, also ich kann da auch ganz viel Freude und Spaß dran haben, so, aber einfach nur so, was das Talent der Regie angeht, wenn man das jetzt mal auf was bezieht mit die Dramaturgie des gesamten Films im Griff haben und einzelne Szenen zu bauen und mit packenden Figuren und tollen Schauspielerleistungen zu garnieren, das kann George Lucas definitiv nicht. Ich muss mir irgendwann nochmal American Graffiti angucken, ob dem das da irgendwie besser gelingt. Aber Star Wars ist streckenweise ganz schön mittelmäßig gespielt, manchmal am Rande der Lächerlichkeit, dass das alles trotzdem, also da ist so viel drinne und so ein toller Remix und mit so einer aufregenden neuen Welt, die so selbstverständlich da gezeigt wird, dass das trotzdem ganz viel Wirkung hat, ne? Aber also der Gedanke, dass Steven Spielberg Star Wars inszeniert hätte, das hätte das wirklich zu einem Meisterwerk gemacht. So. Aber so ist es halt einfach nur einer der populärsten Filme aller Zeiten geworden. Ne? Also mir ist schon vollkommen klar, dass er offensichtlich ja trotzdem schon funktioniert. Aber ich merke, bei Star Wars hätte ich nicht Lust, mir eine einzelne Szene noch mal ein bisschen genauer anzugucken, es sei denn, es sind bestimmte Effekte oder so, aber jetzt so einfach nur, wie so eine Szene inszeniert ist, wie die Schauspieler miteinander interagieren, also zum Beispiel in Sachen Chemie zwischen Han Solo und Prinzessin Leia, guck dir mal bitte die Chemie zwischen Indiana Jones und Marion an. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also ich bin heute wirklich mehrfach ganz unruhig auf meinem Sitz geworden, weil Karen Allen einen Sex-Appeal ausstrahlt, der ja nun wirklich Disney-tauglich ist. So ist ja alles so super safe, ja? Aber wow, was für eine Frau. Und die weiß genau, was sie will und hat eine, also im wahrsten Wort sind eine Durchschlagskraft. Das hat mich total, also total begeistert so. Also, und ja, ich wünschte, Prinzessin Leia wäre auch nur halb so überzeugend. Also insofern finde ich es interessant, dass die beiden so eng beieinander sind, ne? Dass sie ja gegenseitig sich sozusagen auch gepusht haben in ihren Blockbuster-Filmen. Aber ja, vor allem bei der Autoverfolgungsjagd im letzten Teil habe ich dann, wenn der Typ aufs Dach klettert, habe ich total das Gefühl, jetzt hat John Williams gerade auf Star Wars umgeschaltet und hat irgendeins der Stücke sich jetzt nochmal genommen, so in Richtung dunkle Seite der Macht, irgendein Teil und mal zwei, drei Noten vielleicht noch fällt. Ja. Aber es klang, habe ich so kurz gedacht, wo ist die Dame nach Star Wars? Ja, und zwar genau an der. Ja, also der Bösewicht steigt aufs Dach oder Indy klettert wieder aufs Dach, nachdem er unten durch war. Er ist ja unter dem Truck durch und dann klettert er übers Dach wieder nach vorne. Ich glaube, da war das. Irgendwo da mit dem Truck kommt das. Ja. Wo es, glaube ich, schon fast eben nur noch 1-gegen-1 ist. Also das war so, boah, ja, krass. Um da jetzt auch immer noch, immer wieder den gleichen Strang weiter zu benutzen, im Kino war das schon heute ganz schön geil, was nochmal sich an Facetten im Soundtrack gezeigt hat. Also wirklich, wo manchmal einfach nur, eigentlich ist es nur die Totale von Indiana Jones zivilen Zuhause, aber wie da so ganz leicht schon die Indiana Jones Melodie nochmal so anklingt, oder in Action-Szenen so die Wechsel zwischen T
Themenmusik, Spannungsmusik. Also allgemein, wir ständig so ein Ding, wo ich manchmal gedacht habe, oh, hören wir jetzt eigentlich die Dialoge? Oh ja, doch, die Dialoge sind völlig klar und top. Also das beeindruckend dann, aber auch, es ist, also du hast ja wirklich, eine ruhige Szene gibt es ja eigentlich nicht. Es ist ständig die Geräusche drumherum oder eben die Musik. Oder beides. Und dann kommt noch ein Dialog. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das ist was, was ich manchmal auch, wo ich so denke, naja, darüber macht man sich gar nicht Gedanken, aber dadurch, dass du jetzt hier auch mit dieser Zombie-Filmschule Rage on Stage diese Folgen veröffentlichst, wo mir dann auch immer mal bewusst wird, ja, das ist Arbeit, aber und wenn das eben gut gemacht ist, dann denkt man gar nicht darüber nach, sondern nimmt das als gegeben hin und denkt nicht, das ist jetzt im Studio gemacht oder jetzt sind sie im Studio und jetzt kommt der Umschnitt nach draußen und jetzt sind sie halt wieder in einer echten Location, wo sie drehen. Also das ist ein schönes Beispiel, weil du das gerade so sagst. Da gibt es ja diese Szene, wenn sie Indiana Jones reingeschmissen haben an den Ort, wo die Bundeslade versteckt war. Dann gibt es immer ständig einen Schuss, Gegenschuss. Der Schuss geht hinein ins Studio und der Gegenschuss geht manchmal nochmal so an die Studiodecke, die so auf Himmel gemacht worden ist. Manchmal ist es aber auch der tatsächliche Himmel und dann gibt es auch nochmal eine Außenansicht und die ist dann tatsächlich irgendwo in der Wüste tausende Kilometer entfernt von dieser Studioszene und das wird direkt aneinander geschnitten und ergibt eine ineinander stimmige Szene, ne? Aber logistisch und ästhetisch ist das eine echte Herausforderung. Das habe ich kurz überlegt, als er mit Salah zu dem umgeht und den Stab runterwirft, ne? Wenn er der Stab fällt runter, das ist ja irgendwie eindeutig drüber gelegt. Ja, ja, also, ist eine Animation, ne? Und ich denke, warum haben die denn das gemacht? Ja. Und dann fällt mir ein, naja, die hatten wahrscheinlich den Stab in der Wüste in Tunesien vor Ort, haben die den gehabt und dann haben sie das unten haben sie im Studio gedreht. Ja. Also das ist Studiobau. Und jetzt den Stab hatten sie dann wahrscheinlich schon. Soll ich dir noch was sagen? Ich hatte, also ich fand, er war auch überrascht. Also man muss jetzt mal sagen, dieser Film ist so krass gut restauriert, also auch wirklich im besten Sinne, dass da also die Kornstruktur nicht kaputt gemacht worden ist und glatt gebügelt wurde. Aber durch das Fehlen sämtlicher anderer typischer 35mm Charakteristika, dass da einfach noch ein paar Drecksspatzen irgendwie drauf sind, fiel das halt extrem auf. Effektsequenzen waren einfach viel grobkörniger als andere Sachen. Und vor allem war das jetzt wirklich ein Standbild, das von der Szene, wo später Indy runterkommt, so, ne? Nur bevor Indy runterkommt. Und darüber war dann quasi dieser fallende Stock reingemaskiert worden. Ich hatte fast das Gefühl, die haben erst wirklich sehr, sehr spät, also eigentlich nach den eigentlichen Dreharbeiten, festgestellt, dass sie diese Szene gerne hätten. Ja. Und dann haben sie gesagt, ach so, wir haben ja hier den Anfang von der Szene und dann eben machen euch den Stock rein. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil es hätte ja keinen Grund gegeben, nicht das auch zu drehen, wie ja, weil mir auch gerade einfällt, dass, naja, wenn im Studio hatten sie den Stab ja dann auch, logischerweise, weil er damit noch rumhantiert. Ja, ja, genau. Finde ich übrigens geil, wenn er dann runterkommt und der Stab lehnt so schön an der Wand und das noch ein Steinchen, damit er auch nicht wegrutscht. Weil ich denke, naja, wenn ich jetzt gesehen habe, wie der runterfällt und plong plong macht, ich eher gedacht, na, hoffentlich ist er nicht zerbrochen. Aber er ist schön angelehnt an der Wand. Ja. Ja, könnte sein. Es gibt so ein, zwei Momente, wo ich so denke, na, hier hatten sie doch wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Szene oder so. Also wenn Marion und Indy sich dann befreit haben da, dann kommt so ein Schnitt von ein bisschen weiter weg und dann sehen wir da irgendwie so eine Wache liegen. Und ich, ja, hat er jetzt geschlafen, aber jetzt haben sie diesen Stein da rausgedrückt, das muss er doch gehört haben. Haben sie ihn vielleicht zusammengeschlagen? Naja, ist eigentlich egal. Wahrscheinlich, also ich nehme an, er wird ihm noch irgendwie eine mitgegeben haben oder so und er ist bewusstlos, aber ist halt nicht. Also er ist dann einfach da diese Wache und ja, ja, genau. So. Ja, es wimmelte so vor solchen so Momenten, wo einfach nochmal so Sachen so plötzlich ins Auge gesprungen sind. Ich habe öfter mal so um mich herum war auch mal so ein kleines Getuschel. Ah ja, hast du da gesehen? Und ja, aber es ist ja einfach so. Ne? Du kennst den Film und du gibst jetzt den vielleicht auch zum ersten Mal im Original und du guckst einfach und denkst, naja, oder man weiß ja doch irgendwie, was kommt. Und dann fängt man eben an zu suchen und zu gucken und wieso ist mir das eigentlich noch nie aufgefallen? Und wieso haben die da, wenn die jetzt hier ganz am Anfang da den beiden US-Regierungstypen erklären, was die Bundeslade ist, wieso ist da eigentlich die Schrift, sieht das ja nach irgendeiner skandinavischen Sprache aus, ist ja irgendwie dänisch aus, also warum haben die kein amerikanisches Buch da? Und alles so eine kleinen Sachen, die man auch wahrscheinlich zu Hause nie sehen konnte oder erkennen konnte. Also sollte jemand noch nicht den Vergnügen gehabt haben, diesen Film im Original zu hören, das lohnt sich halt für uns Deutsche halt auch da wieder, dass alle Varianten von deutscher Sprache hier auftauchen. Also ja gut, gesächselt wird nicht, aber also das gibt Leute, die offensichtlich nicht so richtig Deutsch können, aber das irgendwie nachsprechen. Es gibt Leute, die ganz wunderbares Deutsch sprechen. Leute, die auch mal so einen schönen Hamburger Dialekt damit reinbringen. Das ist wirklich großartig.
Muss ich morgen dann auch mal mit reinhören bei der nächsten Vorstellung, in der deutschen Version. Ja, ja, das ist, das weil, ja aber ich glaube, es ist dann irgendwie immer nochmal, ne? Ja, ja, oder teilweise so, teilweise so. Aber bin ich auch gespannt, ja, ja. Ja, also das ist, ja, ich merke, dass mich das immer irgendwie, ja, weiß auch nicht. Also, weil du das vorhin gerade so gesagt hast, ne, dass also manchmal die Soundkulisse sehr intensiv ist und die Dialoge, es gibt einen ganzen Haufen Szenen, wo Leute, also der Ton ist, es ist sehr, wie soll ich sagen, also der Dialogton ist immer realistisch, also manchmal kauen die Leute oder Indy ist irgendwie so in der Masse und brüllt irgendwie rum, also nicht immer ist das klar verständlich, aber soll dann auch in dem Moment gar nicht klar verständlich sein. Ne? Also deswegen ist es eigentlich immer witzig, dass gerade wenn die deutschen Dialogfetzen kommen, sind mir ganz klar und deutlich und großartig so auch in dem U-Boot-Hafen wieder so eine Durchsage schon mal ankündigt, welche Kinofilme gezeigt werden. Hatte ich noch nie gehört. Noch also selbst ich als jetzt vor ein paar Tagen, ja Leni Riefenstahl, Olympia. Um 19:30 Uhr. Gibt es die Bilder. Krass. Ja, ja. Also einerseits denke ich mir, das passt eigentlich zu Spielberg, dass er auch sowas mit reinbaut. Und das ist auch ein echter Hafen gewesen, der wohl nicht großartig angetastet worden ist. Ne? Also ja, der französische. Das sieht so aus wie der, den sie für das Boot benutzt haben, oder? Das ist auf jeden Fall das Boot, was sie verwendet haben. Ah, ja. Das U-Boot. Interesting. Es war irgendwie so, die waren noch nicht so weit anscheinend bei das Boot und haben gesagt, dann möchten wir das kurz haben hier. Ja. Und ich, das ist auch ein Effekt, der top funktioniert, diese, wenn das U-Boot auf die Insel zufährt, ja. Das ist das Modell. Mhm. Hätte ich, also sowohl das U-Boot-Ding als auch die Insel. Ja. Ist beides, wo ich gesagt habe, jo, könnt ihr mir erzählen, erkenne ich trotzdem nicht. Funktioniert, danke. Bitte weitermachen. Ja, dieser, und genau, dieser Hangar, der ist eben auch echt. Also der war auch in Benutzung tatsächlich gewesen und hatten halt das große Glück, dass der wohl größtenteils noch so war, wie er war. Der Typ. Wie siehst du aus, hä? Wasch dich mal. Das finde ich, hat übrigens natürlich neben dieser riesen Leinwand und diese ganzen Sachen entdecken ganz viel Spaß gemacht, dann auch immer mitzubekommen, dass auch andere lachen. Also dass man so in der Gemeinschaft quasi hört und erlebt. Ich habe manchmal überlegt, ja, lachen die jetzt? Und war ja auch auf der Tonspur, wenn es so richtig durchdreht und hier gerade die Eröffnungssequenz, wenn er vor den Pfeilen wegläuft und die ganzen Pfeilen losgehen, dass man auch da irgendwie so mitkriegt, alle sind gerade so ein bisschen angespannt und obwohl jeder weiß, dass er da rauskommt. Ja. Aber es ist einfach ein Erlebnis, ein schönes Abenteuer. Und wirklich, es ist wahnsinnig gut inszeniert. Also das sind ja wirklich großartige Einstellungen. Also ich meine, das ist ja, ich habe das Gefühl, jahrelang, wenn irgendwie, weiß ich nicht, im Fernsehen über Hollywood-Blockbuster ein Bericht kam oder so, dann gab es immer dieses Bild, wie Indiana Jones vor dieser Kugel wegläuft. Ja, also oder also das ist ja auch so. Also das sind erstmal, sind da schon sehr, sehr treffende Bilder, wurden sich da schon ausgedacht. Und dann aber ist die Umsetzung so überzeugend. Und also ich finde auch wirklich, dass dieser Film hervorragend fotografiert ist. Der Kameramann, dieser Douglas Lacombe, der war damals schon irgendwie in den 70ern. Ja? Ja, und ja, ja. Ich, wenn ich mich nicht alles täusche, ist der auch immer noch bei bester Gesundheit mit über 100 Jahren. Also das ist echt eine faszinierende Angelegenheit. Ich finde es auch interessant, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gerade diese Steinkugel, bei der Spielberg eben so begeistert war, wie toll die aussah, dass er gesagt hat, komm, lass uns mal die ganze Szene noch 50 Fuß länger machen. Ja. Wir müssen das hier noch länger bauen und alles. Wie das eigentlich auch schon etabliert wird. Also habe ich vorher auch nie drüber nachgedacht, weil ich eben so, oh, ich bin im Rausch drin. Aber jetzt so dieses, ja, wenn die da reinkommen, dann sieht man, wenn da kommt nachher der Stein lang. Das, jetzt weiß ich das, also kann ich auch mal drauf achten. Aha, ja, das ist alles schon da. Mhm. Die laufen tatsächlich zurück. Und hier, dass Harrison Ford einmal so halb aufsteht oder so auf dem Knie ist, das war auch wohl so eine eigentlich vermurkste Szene, sollte eigentlich nicht sein, weil er eben durchlaufen soll. Aber es sah halt so gut aus, haben sie dann drin gelassen. Und so eine Sache ist schon. Also, das kann man aber auch wirklich grundsätzlich sagen, also das ist für mich ein Aspekt von Spielbergs Regie, eine sehr große Sorgfalt, was die, für maximale Orientierung beim Zuschauer zu sorgen. Ja. Die, also, und zwar möglichst nah, also realistisch in dem, was die Fantasiewelt ist, die er da gerade beschreibt. Ne? Aber die wird dann wirklich, ist in sich total schlüssig und gibt, also ich weiß gar nicht, also diese Schlägerei, die es rund um das Flugzeug gibt in der Wüste, ne? Das ist eine total aufwendig konstruierte Szene, bei der ich manchmal auch so merke, meine Güte, das ist ja auch wirklich noch ein drauf, da läuft das Wasser, das Benzin und dort brennt und dort wird geschossen, dort wird geschlagen und
Alles hat so eine interessante Kreisbewegung und irgendwie, also es ist quasi eine Spirale, die auf die Katastrophe irgendwie zuläuft und die Frage ist nur, wer überlebt das Ganze. Aber das ist wie jonglieren so, ne? Fängt so an mit ein, zwei so ein Bällen und dann nimmt er aber immer nochmal einen dazu und immer höher und faszinierend, wie ihm die Dinger nicht runterfallen. Weil sobald da auch nur einer runterfällt, und ich wundere mich, dass das ist aber ein bisschen aus der Mode gekommen. Also statt, dass man jetzt quasi mit eindeutigen Bällen so irgendwie jongliert, ist das eher so ein allgemeines Durcheinander, wird viel quasi vor durch Schnitte und viel Nahaufnahmen, damit du auch gar nicht das Gefühl, oder? Ja. Also ich glaube, das macht so eine Klasse aus, dass du selbst bei einer hohen Schnittfrequenz immer noch das Gefühl hast, dass du Übersicht hast, also dass du weißt, wer, wo, warum und in welche Richtung und vorwärts, rückwärts, hoch, runter, dass du das alles trotzdem noch nachvollziehen kannst, als wenn jetzt eben, wir nehmen jetzt deine Augen in den Fokus und davor wuchtelt noch dreimal ein Schwert rum oder sowas. Ja. Ne, damit du denkst, oder eben kaschiert, wenn der Darsteller nicht mehr so der Schnellste ist oder so und wir machen jetzt so Großaufnahmen der Fäuste oder sowas. Und, nicht die Totale zeigen, sonst sieht das aus, wenn zwei Schnecken gegeneinander ein Rennen machen oder so. Und was wirklich schade ist, weil dieser Film strotzt vor wunderschönen Totalen, weil dir es total Spaß macht, das zu sehen, gerade weil ja auch so viel da ist. Also ich meine, bis auf wenige Mud-Paintings sehen wir sehr oft wirklich fantastisch, also gerade das, was in der Wüste dort an Komparsen aufgefahren ist, das ist schon geil. Also, und diese... Ich verstehe gar nicht, wie man quasi das Chaos lieber nimmt, als dass das die Übersicht in den Actionsequenzen. Also weil ich habe an denen viel mehr Freude so. Und ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann eben so, vielleicht hat man nicht genug Planungszeit auch für so eine Szene oder so und muss eben das so. Nö, es ist schon eine Ästhetik, die sich verändert hat. Einfach. Oder man hat eben nicht diese Könnerschaft, dieses Können, ja. Weißt du, an dem Punkt, als, glaube ich, beim dritten Transformers-Film Steven Spielberg produziert hat, ich glaube, der hat auch schon die anderen Transformers produziert, da dämmerte mir so, der Spielberg weiß schon längst, was mir erst dann klar wurde, das ist einfach der neue Blockbuster, so funktioniert der, ne? Und der ist ja, in sich ist der ja auch eine technische Meisterleistung, nur funktioniert da halt über eine Ästhetik, an der ich gar nicht so viel Freude habe, so, weil sie beliebig wirkt. Ja, genau, richtig, genau. Ja, es sind halt einfach Blechmonster zerstören Hochhäuser und so. Naja, keine Ahnung, Transformers und ich, das wird nichts mehr, aber. Ja, nee, also es sind einfach diese ikonischen Momente, die der Film hat, ne? Und wenn man dann anfängt, sich zu erinnern an Kämpfe oder so, dann kommt man natürlich darauf. Ja, der große, breite Glatzkopf, der sich noch das Hemd auszieht und dann da den Faustkampf macht mit ihm. Und das ist ja übrigens auch, also der Darsteller hat quasi eine Doppelrolle und spielt auch in Teil 2 und 3 noch mit. Also er ist der große Sherpa in der Bar in Nepal. Darf also doppelt sterben. Ich glaube, irgendeiner war noch doppelt, steht auch im Abspann entsprechend zweimal drin. Das ist ganz lustig. Das ist auch sozusagen der Oberminenaufseher nach dem zweiten Teil. Ah, ja, da erinnere ich mich sofort. Das stimmt, ich erinnere mich, ja. Und im dritten haben sie es dann irgendwie, glaube ich, haben sie nur so eine, in Anführungszeichen, weiche Rolle gegeben. Da kriegt er irgendwie eins auf die Nase und fällt sofort um, so ungefähr. Ich glaube, beim Zeppelin da. Ja, aber es ist schön, dass wenn du meinst, dass das Ikonische so stark ist. Das prägt sich so stark. Genau, aber das machst du halt an Menschen, an Figuren fest. Ja. Und ich hatte jetzt vorhin versucht, schon so ein bisschen auf Harrison Ford einzugehen und habe schon der Karen Allen gehuldigt. Lass uns mal kurz gucken, wie das so auch so zwischen den beiden läuft. Ne? Also ich habe schon gesagt, die Chemie finde ich wirklich großartig zwischen den beiden. Und ich finde, es hat so einen angenehmen... Naja, ich nehme diese Beziehung, die sehr kompliziert und nicht einfach ist, die offenbar eine Vorgeschichte hat. Ich finde, also das ist übrigens auch hochbrisant, wenn man sich das mal so anhört, ne? Von wegen, I was a child
Und dann könnte man jetzt mal ernsthaft überlegen, was heißt denn das jetzt genau? Die waren noch unter 18 und was haben die gemacht? Na gut, das habe ich jetzt so verstanden. Also du hast da meine Naivität hatte, ausgenutzt. So, ne? Ja, ja, aber heißt das, sie war einfach, hat sich in den, war an den verschossen und die haben rumgeknutscht? Oder heißt das schon, die sind auch im Bett gelandet und sie war noch minderjährig? Und wenn man es jetzt nach Strafrecht nimmt und so, ne? Na, also hat sich bei mir mal kurz so aufgetan, diese Dimension von wegen, naja, dass Indy nicht der lupenreine Held ist, sowieso nicht, aber was hat er eigentlich alles so für Dreck am Stecken, je nachdem, wie man das dann betrachtet, ne? Also so wie er da manche Leute umbringt und so, kaltblütig erschießt und was nicht alles macht. Der fickt auch Kinder, ja. Nein, also ich, so habe ich das an der Stelle nicht gedeutet, aber ich gebe zu, dass das da ambivalent ist. Aber einfach diese Tatsache, dass, also erstens ist das keine Frau, die sozusagen nur einfach auf einen starken Kerl wartet, so, sondern, nee, weißt du, noch so einen Egoisten hier, das brauche ich jetzt auch nicht so, ne? Und das ist ja wirklich fast schon traumatisch, wenn sie gefangen ist, er sie eigentlich gerade befreien will und dann feststellt, das wäre jetzt besser so für seine Pläne, dass sie jetzt erstmal gefangen bleibt. Fesselt er sie wieder zurück und packt ihr die Binde vom Mund. Aber das hat halt auch einen enormen Reiz. Und dann ist das wirklich eine fabelhafte Szene, wenn Indiana Jones völlig geschunden von seinem letzten Kampf mal eine kurze Auszeit auf einem Boot hat. Der Spiegel vor allem noch kurz davor. Das ist groß. Did you say something? Genau, haut ihm das Ding von Latz. Und also ich wusste gar nicht. Also ich dachte, ich habe diese Szene schon tausendmal in anderen Filmen gesehen, aber wahrscheinlich habe ich sie einfach vor allem dort gesehen. Ja. Diese, au, hier überall tut's weh und tut's dann irgendwo nicht weh, na, dann hier. Und dann gibt's da einen Kuss. Und wie dann Harrison Ford so zur Lippe zeigt, also. Ja, auch aber, so noch dieses Zögern, ne? Ja, und auch, und ich weiß, jetzt auch ein bisschen primitiv, aber kannst du trotzdem dahin küssen? Ja. Und dieses, die Auflösung dieser Szene dann auch wieder, ne, mit, ja, ich bin jetzt eingeschlafen. Also finde ich auch wieder sehr glaubwürdig im Sinne von, ja, was haben die jetzt alles gerade durchgemacht hier, ne? ohne Pause da in dieser heißen Wüste und muss ja auch irgendwann mal Pause haben. Und dann, Jones, bist du eingeschlafen? Ja, ist eingeschlafen. Also, das ist doch eine wunderschöne Mischung. Ich habe die ganze Zeit Action-Szenen, die in ihrer Übertriebenheit, also ohne ironisches Augenzwinkern, könnte man die gar nicht ertragen. Dann wären sie ja auch ganz schön drastisch, weil hier wird schon auch wirklich sehr, also einige Stunts sind echt krass und also da wird schon unangenehm gestorben so, ne? Aber das Ganze hat ein Augenzwinkern, sodass man das irgendwie verdauen kann und das zu garnieren mit greifbaren Wesen aus Fleisch und Blut, die da sozusagen in den Verschnaufpausen ganz innig und ehrlich miteinander interagieren. Also wie sich Marion von ich weiß gerade nicht, wie heißt der sie dort in Kairo durchführt überall. Also von Salah? Salah, genau, ja. Wie sie den verabschiedet, ist doch der Wahnsinn auch, ja, ne? Also dieses, also das ist ein Kuss für die Kinder, ein Kuss dafür ist. Ich glaube für die Frau, erst Frau, Kind und dann für ihn. Ja. Und der freut sich total und fängt an, gleich ein Lied anzustimmen. Und das sind so Szenen, die haben so eine ganz tiefe Menschlichkeit. So, das ist. Also ich weiß, so hat mich das damals total umgehauen. Als mir klar wurde, dass die Begegnung der dritten Art ist dass da das Familiendrama, das sich da auch gleichzeitig abspielt, neben dieser Science-Fiction-Geschichte, das kriegt halt wahnsinnig viel Raum und ist total, also wird mit der gleichen Intensität und inszeniert wie komplexe Action-Szenen, obwohl der Plot das eigentlich nicht brauchen würde. Ich brauche das als Zuschauer für den Rhythmus so, ne? Ich brauche diese Verschnaufspausen und ich freue mich, dass ich die. Also, weil eigentlich müssten sich die Figuren die ganze Zeit entlarven. Wenn sie gerade nicht in Action sind, müssten sie, weil sie so eine Stereotypen sind, müssten sie auseinanderpurzeln. Aber er macht das nicht, er kriegt das hin. Ja. Und ich finde dann auch, also, ne, dieses, normalerweise, jetzt blenden wir ab und jetzt lieben die sich halt die Nacht über. Ist eben interessant, dass er da einschläft und dann aber der Schnitt kommt mit der Pistole direkt vor ihrem Gesicht und sie hat ihr Kleid ja offensichtlich weggelegt. Und wo hat er denn nun geschlafen? Oder haben sie doch miteinander geschlafen? Ja, natürlich haben sie doch miteinander geschlafen. Das ist schon Engines stopped. Das finde ich übrigens war für mich so eine der Sachen, die ich total in dieses, hier übrigens, ich wollte auch einen Bond-Film machen, verorte.
Das ist der Kapitän Katanga, heißt der Kananga. Ja, ich bin da nicht so Bond-fest, helf mir mal. Und ich bin der Meinung, das ist Jafet Kotto in... Ja, ja, das könnte durchaus sein. Live and Let Die, Leben und Sterben lassen, glaube ich, ist das dieser Film, wo er den Mr. Big... Nee, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war ich der Meinung, dieser Name, ob Katanga, Kananga, eins von den beiden ist meines Erachtens auf jeden Fall in der Bond, bei Bond dann auch so ein Begriff, ja. Irgendeins war noch, aber komme ich jetzt auch gar nicht drauf. Und ich finde es, also das war, ist so eine Figur, der Schiffskapitän, wo ich so denke, ich habe das Gefühl, hier haben sie auf jeden Fall noch Hintergrundmaterial, auf jeden Fall sowas, das Drehbuch oder für die Rolle. Also der Charakter wirkt irgendwie so, ja, wenn der eben das erste Mal auftaucht, der wird so eingeführt, als wäre er irgendwie jetzt so ein ganz wichtiger oder so einer, mit dem ja vor allem der Sulla ja auch vertraut ist aber irgendwie kommt das nicht so ganz durch den Film rüber. Also das wirkt für mich so, vielleicht haben sie auch ein, zwei Szenen nochmal rausgenommen, oder es ist eben, es existiert auf dem Blatt irgendwas, was eben der Schauspieler weiß und die anderen vielleicht auch, aber was sich in dem bisschen, was er dann bekommt, doch nicht ganz hundertprozentig transportieren lässt oder transportiert. Oder bei mir nur nicht ankommt. Kann ja auch sein, dass es drin ist. Aber also da habe ich so ein, das ist ein ganz, ganz merkwürdig. Das ist jetzt nicht, was ich jetzt als großes Negatives ansprechen will oder so, aber es ist irgendwie so merkwürdig. Ich habe das Gefühl, da ist noch viel mehr, aber ja, weiß ich nicht. Du hast recht. Weil die Einführung ist ja wirklich toll von dem. Also da steht schon so am linken Bildrand ganz groß drinne und weiter hinten in dieser großen Totale wird das schon so angekündigt und dann wechseln die ja so die Seiten. Ne? Also Sulla geht dann in den Hintergrund, der aber der Vordergrund von dem Zuschauer ist. Und also ich hatte ja da so das Gefühl, der ist mir nicht ganz geheuer. Ne? Ja, ne? Also auch das könnte sein, dass es irgendwie so ein Verräter ist. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich war das die kalkulierte Idee. Wir wollen den so ein bisschen bedrohlich einführen. Der wird zwar quasi von Sulla ausgezeichnet als der ist super und der ist genau da richtig und der hilft. Und gleichzeitig sind wir, na, so wie der guckt, der hat wieder was im Schild. Ja, irgendwas kommt doch da noch, oder wie? Und das wird aber nicht ausgespielt, weil in dem Moment, wo dann die Nazis das Schiff besetzen, denke ich jetzt nicht mehr, oh, werden sie kollaborieren oder so, sondern nee, eigentlich ist schon alles klar. Die versuchen jetzt eher noch Indy rauszuhauen. Und ich hatte übrigens da dann im Hinterkopf, ich dachte immer, als sie aufs Boot steigen, ah, jetzt kommt gleich so eine Szene mit ganz wildem Sturm und ah und hier, aber das ist ja dann der dritte Teil, glaube ich, ne? Wo ist da so, ne? Ja, der Rückblick ist das dann, glaube ich, auch, ne? Ah ja, stimmt, richtig noch. Dingsschiff sind, ja. Ja. Ja, nee, insofern interessant, weiß ich gar nicht, ob da noch was mit der Figur ist, weil dann fällt die einfach so zur Seite dann. Ja. Ja. Hat einen Teil gespielt kurz mit dem Schiff. Ja, es sind wirklich alle Varianten dabei, ne? Eben Flugzeug, Schiff, Auto, Pferd, zu Fuß. Bemerkenswert finde ich ja, ich weiß ja nicht, wie es dir mit dem vierten Teil von Indiana Jones gegangen ist, aber da war ich nicht wirklich glücklich geworden mit und war richtig wütend so bei dem Finale mit den Aliens und diesem ganzen Effektgeschwurbel, das dann da kommt. Und finde aber interessant, dass das ja auch der Raiders of the Lost Ark sich auch dann halt wirklich im letzten Akt sich dann dieses übersinnliche Ding plötzlich so volle Kante gibt, ne, mit irgendwelchen Geistern, die da aus der Bundeslade rauskommen und die... Genau, also beim vierten Teil habe ich auch das mit den Effekten, die sind irgendwie so, hat euch das leider, oder vier Computer ist schon so dieses, naja, aber so jetzt sich aufregen darüber, dass er eben den Atomschlag im Kühlschrank überlebt oder eben, dass es Aliens gibt, so, das ist so... hatte ich immer mal einen gelesen, der schrieb, naja, aber guck doch mal an mit der Bundeslade, das ist auch nichts rational Erklärbares oder so. Das ist eben auch dieses Übernatürliche, was da durchkommt. Oder mit dem Heiligen Gral, der Ritter, der schon seit 5000 Jahren in dieser scheiß Bude hocken muss und wartet, bis endlich mal der echte Typ, der richtige Typ, den Jesuskelch nimmt. Ja. Naja, das sind ja schon Elemente, die nicht der Realität Nee, die sind irreal. Aber ich meine, interessanterweise ist das auch schon ein ganz schöner Bruch in dem Film. Ne? Das, also unser unglaublich agiler Actionheld, der alles quasi zu Fuß oder mit der Hand erledigt, ja, plötzlich da gefesselt und ist völlig passiv im gesamten Finale, weil da jetzt die Macht der Bundeslade die Nazis niederstreckt. Das finde ich zumindest eine interessante Idee. Also es funktioniert schon,
aber eigentlich ist, also für mich ist das eigentlich total unerwartet und passt eigentlich gar nicht zu dem Action. Ja, der ist halt tatsächlich, also es ist ja schön, dass das auch so erzählt wird, dass der schon ganz schön verbraucht ist und am Ende seiner Kräfte. Ja. Und vor allem ja dieser, das ist, finde ich ja sehr gut, was zieht sich ja auch durch die anderen Teile nochmal sehr stark, dieses wenn der Bösewicht ihn fragt, ach so, du willst mir jetzt also drohen, dass die Bundeslade in die Luft sprengt? Du willst doch genauso wie ich wissen, was da drin ist. Ja, will er. Und da riskiert damit alles. Eigentlich ist das ja ein schönes Dilemma. Da wird jetzt gar nicht so richtig draus geschöpft. Man könnte vielleicht finden, dass wenn am Ende sie die Regierungsvertreter fragen, was macht ihr denn jetzt gerade mit dem Ding, dass sie da dann so noch ein schlechtes Gewissen haben, ne? Dass sie da jetzt quasi, weil es das noch gibt, also ne, mit, wenn man es denn schon hat, dann hat das natürlich auch eine hohe Verantwortung, muss man sich auch drum kümmern, so. Aber dann können sie es ja gar nicht mehr machen. Aber eigentlich ist das, also ich habe immer den Effekt, wenn ich den Film gucke, ach ja, stimmt, das ist jetzt die Stelle, wo 10 Minuten lang Indy nichts machen kann, außer zugucken. Ja, ist vielleicht auch dieses, naja, er hat jetzt eigentlich auch schon alles gemacht. Was er jetzt noch machen kann, ist nichts, was dem nochmal irgendwie eine neue Variante wäre, sondern einfach nur, wir haben jetzt schon alles durch. Müssen jetzt noch ein bisschen umschreiben. Es gibt ja auch hier dieses Big Bang Theory-Ding, wo die eine sagt, naja, war schon nicht schlecht, der Film. Aber das Problem ist halt, dass ohne Indy alles genau gleich gelaufen wäre. Wo die dann alle denken, oh scheiße, der Film versaut. Aber wo ich dann sagen würde, nee, passt für mich trotzdem nicht ganz, weil gibt es noch eine andere Sache. Aber es ist natürlich so, dass er im Finale einfach wirklich nur da steht. Könnte man ja auch fragen, warum wird er denn eigentlich nicht von dem Blitz getroffen? Steht er tatsächlich so weit weg? Woran liegt das? Nein, also ich meine, das habe ich so gedacht, ne? Ach so, das, weil Indy sich am Anfang ja auch so, ach, mit dem ganzen Hokuspokus, da glaube ich doch auch nicht dran und so. Weil eigentlich ist das ja fast wie so eine Läuterungsszene, weil in dem Moment, wo ihn das Übernatürliche wieder fährt, hat er die Augen zu, er sieht es ja gar nicht, er weiß gar nicht. Ne? Das ist natürlich auch wieder ein interessanter Kniff dann. Wir alle sehen das, aber er ja nicht. Also das, ich werde das jetzt mal provokativ dem Film als Schwäche auslegen, dass er daran kein, also dass also die Macher kein Interesse daran hatten, so ein Thema zu entwickeln. Ne? Also des Archäologen, der in der Zeitgeschichte herumwühlt, dass der mit so einer klaren atheistischen Vorstellung daran geht. Ne? Und dann ja ständig, also sobald du ein, zwei tausend Jahre zurückguckst, hast du es immer mit Religion auch ganz doll zu tun. Und da wäre es ja interessant, dem, also entweder quasi, dass der seinen Unglauben immer wieder überprüft, dass das dann auch passt, oder dass er mit Sachen in Berührung kommt, die er sich dann doch nicht mehr erklären kann. Das ist eigentlich schade, dass der Film das nicht aufgreift. Ich will nicht gerade tun, die anderen das. Ja, die Frage ist ja, wie das oder ne, wäre das eigentlich was ist denn dann wieder das, in Anführungszeichen, Ziel des Films, oder? Es ist ja nun mal so eine Achterbahnfahrt, ja, diese James Bond-Action-Ding ihm durchstarten. So wie auch der Dialog in Kairo, dann, wenn Belloc ihn da zum Gespräch bittet, so dieses, ich bin dein shadowy Reflection, ne? Das ist nur ein Schritt zur Seite und dann bist du so wie ich. Wir unterscheiden uns gar nicht so sehr. Das wird ja auch so, okay, denk mal drüber nach, aber es ist eher, finde ich, so, ja, wir tun jetzt mal so, als hätten wir jetzt noch ein bisschen Tiefgang drin. Und so ganz hart wird das dann auch nicht nochmal weiter aufgegriffen. Es schwingt natürlich immer mit in dem, aber Belloc, du arbeitest doch für deinen Führer und so und du gehst hier alles ein und verrätst dich komplett und so. Ja. Aber eher dann durch die Taten von Indy, ne, wen er dann alles wie umbringt und so eine Geschichten. Ja. Also das ist ja allgemein sowas. Das hat ja auch Han Solo ganz toll, dadurch, dass er zuerst schießt, oder vielleicht ja auch nicht, dass er auf jeden Fall kein lupenreiner Charakter ist. Also der hat ja auch seine Fehler, oder wie auch immer man es nennen will, oder seine, er ist nicht durchweg sympathisch. Also sind schon so Punkte, wo ich denke, oh, ob das jetzt so richtig ist oder in Ordnung. Ich finde es auch interessant hier, diese Hutgeschichte, ne? Also dass er immer seinen Hut aufbehält, es sei denn, er nimmt ihn selber ab oder dann einmal Marion. Wie das dann bei anderen Charakteren auch ganz schnell so aufgegriffen wird, wenn eben wir wieder in der Bar sind, da in Nepal zu Beginn. Wenn Marion sich losreißt, ist das Erste, was sie macht, sie reißt Todd dem den Hut vom Kopf. Wodurch er natürlich entblößt wird, weil er eben nur so das schüttere Haupthaar hat, hier so einen Kranz hat er. Und so, und ich meine, irgendein anderer Charakter war es dann auch nochmal, aber komme ich jetzt nicht drauf.
Ja, und bei Indy bleibt der Hut eben immer drauf, egal was passiert. Ob er nun in den Fluss fällt oder sonst was da. So hätte ich. Ja, ich habe auch festgestellt, dass also manchmal rutschen mir die drei Teile im Kopf dann immer so zusammen. Ja, ja. Und ich hätte jetzt geschworen, es gibt schon eine Szene auch in dem ersten Teil, in dem irgendeine Felswand heruntergeht und er seinen Hut noch im letzten Moment. Das ist aber eben die Peitsche, ne? Ja. Im ersten Teil. Und im zweiten ist das dann mit dem Hut, wenn er da. Indy, das fühlt sich an wie Popcorn. Ja. Ja, das mit der Peitsche ist auch. Ja. Das ist übrigens noch so eine Sache bei der Schlangenszene, ne? Wenn sie dann das Feuer reingeworfen haben und sie gesagt haben, naja, mit dem Feuer, da kann man die Schlange ja fernhalten. Das Problem war bloß, dass es anscheinend zu kalt war oder so und die Schlangen dann zum Feuer hin sind, weil sie sich wärmen wollten. Das ist übrigens total faszinierend. Heute im Kino konnte ich keinerlei Scheiben feststellen. Ich hatte das mal, also die Idee ist ja, dass Harrison Ford natürlich nicht wirklich diesen gefährlichen Schlangen ausgeliefert werden sollte und deswegen die Einstellungen so geschickt sind, dass die Schlangen sind immer hinter Glas. Aber es gibt halt Bilder, in denen sieht das aus, als würden die sich wirklich direkt gegenüberstehen. Also das und tun sie ja auch, aber also ja, die sind ja genau. Wirklich sich dicht gegenüber. Aber also ich würde behaupten, ein, zweimal habe ich so versucht, am Rande des Bildes irgendwo nach einer Reflexion zu suchen und hätte auch eine gefunden. Ja. Und wenn Marion eben vor der Tür ist, dann meine ich, sieht man so an der, also knapp über dem Boden, dass er tatsächlich eben dieses Gift spuckt und das da irgendwie auf die Scheibe klatscht. Aber okay, ja. Ich habe da irgendwann eingebildet, dass ich quasi sehe, wie der Sand plötzlich in so einer Kante ganz hart. Ja, ja. Das ist mir diesmal aufgefallen bei der Stuntszene, wenn er unter dem LKW ist. Oh ja, das ist ja, diese, ja, der Fluss oder dieser Graben, der da ist anscheinend und durch den er da gezogen wird. Also das fand ich so, aha, interessant. Was aber wirklich ein doller Stunt ist, ne? Also grundsätzlich alles, die ganze, was da passiert, ist krass. Um den Laster, also sowohl vorne dran zu sein und wenn du dann das eben siehst, ja, der hat jetzt seinen Fuß tatsächlich da so knapp über dem Boden, auch wenn es vielleicht nicht Harrison Ford ist, sondern der Stuntman. Und bei Harrison Ford sehen wir dann halt nur den Oberkörper und sehen nicht, ob da irgendwo ein Boden ist. Ja, aber selbst das finde ich ganz schön krass, was Harrison Ford da so mitmacht. Also. Ja, oder wenn er da eben hinter dem Truck hergezogen wird. Das ist auch eben in dem Making-of kommt, wo irgendwie einmal sagt Harrison Ford, naja, es kann nicht so gefährlich sein, der Stunt, weil wir noch nicht so viel gedreht haben. Wenn es ein gefährlicher Stunt wäre, dann hätten wir es zum Ende der Drehzeit gemacht. Aber das sind schon so Szenen, ich denke, oh Mensch, haben so ordentliche Arbeit geleistet. Also Top-Stunts eben einfach, Punkt. Mhm. Schon stark. Der Indy. Ja, also das ist jetzt so ein, also das geht mir noch so ein bisschen durch den Kopf, dass eigentlich ist das quasi eine wunderschön gestaltete große Blase mit heißer Luft. So, da ist eigentlich gar nicht viel drinne, außer dass es wird halt erzählt davon, die sich so richtig funktionieren, tut das eigentlich nicht so, diese Gegenüberstellung von dem, die beiden, die das Gleiche wollen, aber unterschiedliche Mittel machen und unterschiedlich stark sich korrumpieren. Oder also der eine ja gar nicht, ne? Indy ist quasi da, was das angeht, integer, und der andere sagt, du, das sind jetzt nicht meine Freunde, aber es ist mir halt gerade hilfreich. Ja, okay, das ist da. Aber, also ich, nicht, dass ich das jetzt heute erwartet hätte, dass ich das noch entdecke, so, sondern ich freue mich eher, dass die 2 Stunden vorbeigehen und ich das nicht vermisse, ich da nicht drüber stolpere. Mhm. So. Und das hat für mich irgendwie was damit zu tun, dass dass der Film ehrlich diese Achterbahnfahrt macht und nicht zwischendurch irgendwie versucht. Als ich glaube, es ist eine gewisse Leichtigkeit im ganzen Film und dann diese Schwere reinzubringen oder diese inhaltliche Schwere, denn von wegen Leichtigkeit, wie gesagt, ist ja nun mal auch ein sehr brutaler Film und da sind schon sehr zynisch zweifelhafte Methoden teilweise dabei, aber auf inhaltlicher Ebene, dass es eben nicht, was sollen wir jetzt so tief gehen? Wir machen mal zwar so, wir nehmen mal kurz den Fuß vom Gas, um so ein bisschen Dialoge zu bringen, aber dann geht's auch wieder los. Dann kommt die nächste Action-Szene. Da brauchen wir uns gar keine Illusionen machen. Ich glaube, damit sind wir durch Raiders of the Lost Ark durch und werden in diesem Jahr noch ganz andere Gefilde ansteuern. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte unbedingt mal gucken, was dieses Jahr bei der Berlinale im Retro-Programm so los ist. Das werden wir uns auf jeden Fall ganz genau anschauen.
Und ansonsten haben wir schon vieles in petto, aber wir schweigen uns noch ein bisschen dazu aus. Ihr werdet das Woche für Woche mit uns entdecken müssen und können. Und ja, wir freuen uns sehr. Dass, es werden jetzt in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, wird es gerade wieder so ein bisschen gemütlicher und immer mehr Leute finden sich ein an ihren Empfangsgeräten und lauschen diesen Podcast. Das freut uns sehr. Wenn euch das immer noch gefällt, dann erzählt das auch gerne weiter. Da können noch ein paar dazukommen. Und man könnte ja zum Beispiel mal unsere Facebook-Seite liken. Ja, facebook.com/Wiederaufführung. Ja, fantastisch. Oder wiederaufführung.de einfach vorbeischauen. Da könnt ihr gerne auch Kommentare abgeben zu Folgen. Wenn ihr zum Beispiel meint, aber Indiana Jones hat doch hier diese Tiefe oder die Frauenfigur ist doch gar nicht so toll. Die schreit doch auch ganz viel und ja, muss immer gerettet werden. Sonst könnt ihr natürlich auch mich hier an der Kinokasse begegnen im Livu in Rostock. Gerne auch bei den Schatzkisten vorbeischauen. Also, wir hören uns auch schon nächste Woche wieder und bis dahin sage ich auf Wiederhören. Guckt Filme, habt Spaß dabei und ja, auf man liest sich, hört sich, schreibt sich. Bis denn dann.